Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück bei Tales and More. Heute gibt es wieder ein Neuheiten-Special und zwar zu Immer kommt mir das Leben dazwischen von Katrin Schrocke aus dem Mixed Vision Verlag. Das Ganze ist ein Jugendbuch mit 181 Seiten und ist ganz neu rausgekommen. Und in dieser Geschichte geht es um Karl. Karl hat total die verrückte Familie, denn seine Eltern, die sind Wissenschaftler und seine Cousins, die heißen Master und Disaster. Und während Master total der Brain ist, ist Disaster, so wie der Name schon sagt, so eine kleine Katastrophe. Also Karls Opa ist gestorben und er vermisst ihn wirklich sehr und er träumt immer wieder von ihm. Und durch diese Träume kommt es dazu, dass Karl eben YouTube-Star werden möchte und überlegt auch, wie der Kanalname heißen soll, hat keine Ahnung, was er so auf YouTube machen möchte, aber um irgendwie so den Wünschen seines Opas gerecht zu werden, möchte er einfach YouTube machen und probiert sich da auch aus und auch weil sie gerade in der Schule Alliteration hatten, möchte er, dass sein Kanalname eine Alliteration ist und gleichzeitig versucht er mit seinem Cousin Master seiner Oma zu helfen, damit sie heimlich in ein Mehrgenerationenhaus umziehen kann. Und das Besondere ist, die Autorin Katrin Schrocke, die wohnt auch in einem Mehrgenerationenhaus beziehungsweise baut gerade mit 40 Leuten an einem Mehrgenerationenhaus. Und das Ganze, die Aktion von Karl ist ein bisschen illegal, deswegen kriegen sie irgendwann auch noch Probleme mit der Polizei. Und dann ist da auch noch Irina, in die er total verliebt ist. Aber sie ist nicht die Einzige, die in seinem Gefühlsleben für Chaos sorgt. Und wie gesagt, es geht wirklich drunter und drüber bei ihm. Und seine Eltern wischen da auch total mit. Während sein Leben halt so ein riesengroßes Chaos ist, versucht er da eben YouTuber zu werden. Aber das gelingt ihm irgendwie erstmal nicht so, denn immer kommt mir das Leben dazwischen, wie der Titel schon sagt. Merkt er einfach, er weiß nicht, was er so für Themen machen soll, weil er ist ja einfach nur Karl. Und Also es ist kein YouTube-Buch, es ist aber die Geschichte von einem Jungen, der sehr, sehr viele Berührungspunkte mit YouTube hat und haben möchte, aber nicht aus den typischen Gründen, sondern aus anderen Gründen, die ihr eben auch in dem Buch erfahren werdet. Ich denke, dass Karl eben jemanden verkörpert, die ich auch sehr lange war, weil ich immer YouTube machen wollte und ich nie den Startschuss gefunden hatte früher und mir das Leben auch immer dazwischen kam. In dem Buch gibt es jedenfalls noch sehr viele Familiengeheimnisse und es ist einfach ein riesiges Chaos und dann eben ist die Polizei irgendwann noch involviert und dann die Aktion mit seiner Oma und dann eben sein Vorhaben und sein verrücktes Liebesleben, würde ich fast schon sagen. Aber was es mit den Geheimnissen auf sich hat und mit der Polizei und wie das alles läuft und was er schließlich macht, das erfahrt ihr in dem Buch. Und Immer kommt mir das Leben dazwischen ist ein richtig tolles Buch, was ich jedem von euch nur empfehlen kann. Gerade wenn man sich für YouTube interessiert und ich denke, tun bestimmt die meisten, die YouTube gucken, irgendwie. Und es ist auch nicht einschüchternd dick, das Buch. Ich habe es relativ schnell gelesen. Es ist einfach so ein schönes und lustiges Leseerlebnis, was auch super spannend ist. Alle weiteren Infos zum Buch findet ihr genauso wie den Klappentext unten in der Infobox. Und anknüpfend zu diesem Thema habe ich noch etwas für euch. Denn Tales and More hat zusammen mit dem Mixed Vision Verlag den BookTube Contest ins Leben gerufen. Denn wir suchen den BookTube Newcomer 2019. Also wenn ihr Nachwuchs von Tales and More werden möchtet, also ein festes Teammitglied von Tales and More, sowie Maren, David und ich, dann bewerbt euch gerne für diesen Wettbewerb. Ich habe euch mal alle Details dazu unten in der Infobox verlinkt, was ihr dafür machen müsst, was die Teilnahmebedingungen sind und wie die Fristen sind. Also wenn ihr gerne ein Teil von Tales and More werden möchtet und BookTube Newcomer 2019 sein möchtet, dann nehmt am BookTube Contest teil und ich würde mich total freuen. So viel zu dem Buch. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen neugierig machen. Dann würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss!